Das Thema heute, das lautet zu viel Zeit. Und das ist etwas, das euch vielleicht genauso stutzig macht, wie es mich stutzig gemacht hat, wie ich also diese Frage von einer Leserin bekommen habe, weil zu viel Zeit ist ja meistens nicht so wirklich unser Problem. Guten Morgen. Und deswegen schauen wir uns das etwas näher an. Das heißt, ich teile mal den Bildschirm und schau, ob das alles passt. Ja, leider Gottes muss man trotzdem, so, jetzt bin ich da wieder falsch, muss man trotzdem mit zwei Bildschirmen arbeiten. Also, die Frage, die ich per E-Mail bekommen habe von einer Leserin, war, wenn ich einen terminfreien Tag habe, dann bringe ich irgendwie nichts weiter und bin also wesentlich unzufriedener am Ende des Arbeitstages, als ich es bin, wenn viel zu tun ist. Ja, also dieses zu viel Zeit, das dehnt sich nicht über die ganze Woche aus. Ja, das kennen wir eh alle miteinander. Aber wenn es denn so sein sollte, dass ihr auch terminfreie Tage einplant, ja, und das empfehle ich ja, da gibt es den Lesetipp dazu, einen Blogartikel, terminfreier Tag für mehr Produktivität. Am einfachsten findet ihr den, wenn ihr auf meinen Blog geht und oben 159 zur URL dazufügt. Da gibt es eben diesen Blogartikel. Und ich plädiere halt immer dafür, sich nicht alle Termine so schön gleichmäßig über die Woche zu verteilen, weil dann dazwischen einfach keine Zeit für wirklich fokussiertes Arbeiten ist. Und das hat eben die Leserin gemeint, wenn sie sowas macht, einen terminfreien Tag, dann klappt das nicht so ganz und sie ist nicht zufrieden. Weiß nicht, wie es euch geht. Plant ihr überhaupt terminfreie Tage ein? Dann schreibt das mal bitte in den Chat hinein, ob ihr das tut oder überhaupt noch nicht an die Idee gedacht habt, das so zu machen. Das heißt, die anderen Tage etwas komprimierter zu machen, um dann einen terminfreien Tag zu haben. Und das kommt jetzt drauf an, dieser Ausdruck, was darf es denn sein? Das ist so ein typischer Wiener Ausdruck, wenn man in ein Geschäft reingeht oder sich zum Beispiel an die Frischkosttheke stellt, dann wird man gefragt, was darf es denn sein? Und in diesem Fall, also im Fall von diesen terminfreien Tagen, gibt es natürlich auch Unterschiede. Ja? Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich so einen Tag immer wieder einzuplanen, als ich nenne ihn liebevoll Daddeltag. Das heißt, ohne Termindruck, ohne Zeitdruck, sich sogar ein bisschen treiben lassen durch die Dinge, die man vielleicht auf der Liste, will ich mir mal anschauen, aufgelistet hat, ohne zu sagen, na, da verbrauche ich jetzt nur eine halbe Stunde dafür, für dieses Thema und dann muss ich weiter zum nächsten Thema, also nicht so abgeschlossene Aufgaben zu haben, sondern einfach so durch die Gegend zu daddeln. Das ist etwas, was ich zum Beispiel in meinem letzten Urlaub immer wieder gemacht habe, so einen halben Tag mich einfach treiben lassen durch Ideen, Aufzeichnungen, Videos, YouTube und so weiter und so fort. Das tut auch mal ganz gut, ja. Die zweite Möglichkeit ist, so einen Tag der Woche wirklich einem oder maximal zwei Projekten zu widmen. Das heißt, die ganze restliche Woche gar nicht drüber nachzudenken, was ist denn noch in diesem speziellen Projekt zu tun, was muss ich noch für das Webinar erledigen, was muss ich noch für das Freebie, für den Online-Kurs, für Suchmaschinenoptimierung, Analytics, was auch immer machen, sondern sich das wirklich für einen Tag aufzuheben. Ja, das sind die Projekttage. Ihr seht schon, man kann das abwechseln. Mal macht man in einer Woche einen Daddeltag, dann macht man halt einen Projekttag, wo man sich um gewisse Dinge kümmert, zum Beispiel auch einen ganzen Tag lang mal zu schauen, welche Blogartikel sollte ich eigentlich aktualisieren. Das ist auch etwas, was ich ganz gerne mache. Und als dritte Möglichkeit den Tag der losen Enden. Das heißt, alles, was so in letzter Zeit aufgelaufen ist, wo ihr euch gedacht habt, ja, das mache ich noch, nur nicht jetzt, ja, und das halt mehrere Tage lang diese losen Enden einzusammeln und mal abzuschließen, weil ganz oft ist es so, dass nur eine Kleinigkeit fehlt, um irgendetwas zu beenden.
Zum Beispiel, ihr habt bereits Buchhaltung, eure Belege sortiert, vorbereitet und habt das noch nicht ins Tool oder wie bei mir in die Excel-Liste eingetragen. Ja? Dann schwelt das immer so im Hinterkopf und solche Dinge kann man dann an so einem Tag für lose Enden fertig machen. Ja? Das Wichtigste, wenn ihr auf so einen terminfreien Tag schaut, ist die Entscheidung, was von diesen dreien oder vielleicht auch mehr, gibt es sicher noch mehr Möglichkeiten, so einen terminfreien Tag zu gestalten, was ihr davon machen wollt. Und dann gibt es einen Stolperstein, über den ich nicht mehr so oft, aber doch hin und wieder drüber stolper. Und zwar, dass dieser Tag auch nur 24 Stunden hat. Ja? Also was sich dann oft so im Kopf festsetzt, ist dieses, ja, das kann ich an meinem terminfreien Tag machen. Und an meinem terminfreien Tag kümmere ich mich um 1, 2, 3, 4, 5, ja, ohne dass wir darüber nachdenken, dass das auch nur bedeutet, vielleicht 5 Stunden Arbeitszeit, 8 Stunden Arbeitszeit. Und da will man auf einmal alles reinquetschen, was sonst nicht reingepasst hat. Ja, also das ist in meinen Augen der größte Stolperstein. Und der zweite ist natürlich, sich vorher überhaupt nicht zu überlegen, was will ich an diesem Tag machen, was will ich aus diesem Tag herausholen, was würde mir denn jetzt gut tun. Ja? Und dieser Tag hat nur 24 Stunden. Und deswegen, je nachdem, wie ihr den jetzt betitelt, ob das ein Daddeltag ist, dann braucht es natürlich keine Aufgaben in den Kalender schreiben. Aber ich mache das vor meinen Urlauben oder Kurzauszeiten auch sehr gerne. Normalerweise sage ich ja, Aufgaben haben im Kalender nichts zu suchen. Die gehören auf die To-Do-Liste. Ja. Nichtsdestotrotz, um nicht über diesen Stolperstein, das mache ich dann und das mache ich dann, drüber zu stolpern. Wenn ich wirklich sage, ich mache einen Projekttag oder eben einen losen Ententag, dann schreibe ich mir oder vor dem Urlaub schreibe ich mir wirklich dezidiert in den Tageskalender hinein, was ich machen möchte. Das hat nämlich den Effekt, erstens, dass ihr darüber nachdenken müsst, wie lange werde ich denn dafür brauchen oder wie lange möchte ich, wie viel Zeit möchte ich da rein investieren. Und auf der anderen Seite seht ihr natürlich sofort, okay, da waren jetzt die Augen größer als der Magen, das geht sich gar nicht alles aus, was ich da hineinpacken wollte und streicht gewisse Dinge. Ja? Nicht immer nur verschieben, sondern streichen. Also wenn ihr sagt, es soll ein Projekttag sein oder es soll ein Tag der losen Enden sein, dann tragt euch wirklich grob in den Kalender mal ein. Um 9 Uhr kümmere ich mich um das Projekt A, mache die Landingpage fertig, um 10 fange ich dann an mit der zweiten Aufgabe und so weiter, damit ihr ein Gespür dafür bekommt, was geht denn da überhaupt rein in den Tag, was kann ich überhaupt erledigen an einem Tag oder nicht. Das ist natürlich ein gewisser Lernprozess, ja, aber wie so vieles ist es gescheiter, da mal vorweg zu denken, auszuprobieren und daraus dann wieder zu lernen, ja. Wichtig ist auch, dass ihr trotzdem Pausen macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr Pausen einplant. Das wäre natürlich optimal, gerade in so einem Projekttag zum Beispiel, dass ihr trotzdem Pausen macht. Also nicht vor lauter Begeisterung, wow, ich habe einen ganzen Tag keine Termine. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Also für mich sind das Highlights, wenn ich keine Termine, Meetings oder Ähnliches habe, ja, oder Workshops habe in meinen Kursen. Und dann ist aber wichtig, trotzdem Pausen zu machen, sowohl die Mikropausen als auch die längeren Pausen, ja, damit ihr also nicht vor lauter Begeisterung am Ende dieses Tages völlig fertig seid. Und vielleicht wollt ihr, vor allem wenn ihr Aufgaben in den Kalender eingetragen habt für euch, vielleicht wollt ihr dann sogar mit einem Timer arbeiten. Ja? Das heißt, wenn ich mir in den Kalender geschrieben habe, von 9 bis 11 kümmere ich mich um die Landingpage, dann stelle ich mir den Timer oder den Wecker halt auf 11 Uhr, damit ich dann nicht, obwohl ich vorgeplant habe, am Ende des Tages sage, oh verdammt, ich habe wieder nur die Hälfte geschafft. Ja? Also der Sinn dahinter ist natürlich die Motivation, die flöten geht, wenn man immer so das Gefühl hat, ich habe mir so viel vorgenommen, habe geglaubt, das zu schaffen und am Ende des Tages sehe ich, mehr als die Hälfte übrig geblieben, wenn nicht sogar 90% übrig geblieben. Ja? Also vielleicht wollt ihr sogar mit Timer arbeiten. Das ist auch ein gutes Training, um ein besseres Gefühl für eure Aufgaben zu bekommen. Ja, beziehungsweise die Zeit, die ihr dazu braucht. Also wie gesagt, noch einmal Lesetipp, terminfreier Tag für mehr Produktivität.